Auch Durst. Meine ganzen Sachen sind weg. Ja. Hallo und willkommen zurück zu unserer heutigen Aufnahme von der neuen Aufnahmesession von Grounded. Wir nehmen noch weiter auf. Hab jetzt selber auch nicht so damit gerechnet, aber tatsächlich haben sich anscheinend inzwischen ein paar Zuschauer eingefunden. Und ich bin ja auch froh, dass es so ist. Das ist jetzt neu, die Kamera. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Ich hoffe, ihr schreibt einfach mal, wie ihr es findet. Ich habe sie jetzt im Gegensatz zu den ersten Aufnahmesessions ein bisschen weiter rechts positioniert. Ihr könnt mich zwar so nicht mehr frontal sehen, aber ich finde es ehrlich gesagt so angenehmer, weil A, verdeckt es meinen Bildschirm nicht mehr und B, ich spreche automatisch in der Richtung, wo ich mich selber sehe und spreche so mit euch. Also von daher, das ist für mich jetzt auch einfacher, mich an den Umgang mit der Kamera auch zu gewöhnen. Ich hoffe, für euch auch okay, wenn wir das so machen. Ich habe mir allerdings vorgenommen, die Kamera nicht immer anzulassen. Ich werde ab und zu die auch mal ausblenden, weil einfach es gibt so Momente, wo ich dann so verzweifelt wirke, dass ihr das nicht unbedingt sehen sollt. Ihr wisst, was ich meine. Gut, also. Ich guck mal rein. Habe ich noch was zu trinken? Nee, scheiße. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich brauche sowohl als auch. Gesammelt. Und okay. Hier ist eine Trinktüte bei mir. Guck mal, ob da Saft ist. Ich glaube, hier ist Saft. Ja. Also das ist jetzt neu. Ihr seht es, wenn man jetzt weiter entfernt ist von einem... Hier ist kein Saft. Ich wollte gerade sagen, entferne dich lieber, Läuschen. Da kommt eine Ameise. Während sich weiter entfernt von den Leuten, sieht man nur noch die Köpfe und nicht mehr den Namen. Weiß ich nicht, ob das wirklich eine Verbesserung ist. Hier ist nichts zu trinken. Aber oben ist ja noch die Dose. Da ist meistens was zu trinken, Leute. Ich habe eine Laus gesammelt, Dad. Aber wir haben ja ein Feuer hinten bei... hinten beim Lager. Da können wir sie ja rösten. Ich versuche hier noch immer mutigerweise ohne Läuse zurechtzukommen, aber ich habe das Gefühl, das sind inzwischen so, hier ist nichts zu trinken drin. Hat die Ameise wahrscheinlich getrunken. Wahrscheinlich. Raus! Hier ist zumindest eine Eichel. Sind Tiere ganz viele, wo ich... Das ist ja schon mal was zu essen. Worse than my mom's Brussels sprouts. Oh, das ist ein Käfer. Ich habe keine Axt mehr. Ich habe eine Eichel gefunden. Oh, ich habe aus Versehen anscheinend letztes Mal keine Axt gebaut, sondern einen Hammer. Ah, ich brauche noch Kiesel, deswegen. Ja. Da ist so ein Kriechtier. Ja, das lässt du mal bitte in Ruhe. Wieso? Ach ja, da kommen in letzter Zeit öfters Gegner raus. Und dafür bringen aber die... Wieso läuft die weg? Ah, die Haselnüsse nicht mehr so viel... Oh, läuft doch nicht. Don't even need to boil it. Sorry, ich habe auch Hunger. Das hat der Ameise nicht so ganz gefallen, da ich ihr gerade das Essen weggeschnappt habe. Aber sie ist zumindest nicht sauer geworden. So. Also, jetzt brauchen wir nur noch zurück zum Lager. Das, was wir geholt haben. Feuer. Hat einer von euch vielleicht noch was zu trinken? Nein, ich habe nur eine Laus. Da kriegt das Wasser. Ah, da ist nochmal.
Also das gibt's jetzt öfters, diesen, diesen Tau-Knumpen, die kann man, trifft man jetzt öfters und die kann man jetzt besser verbrauchen als bisher. Habe ich sie wieder weggeschmissen beim Aufnahmestart drücken. Na super. Warte etwas. Also ich habe jetzt inzwischen so viel zu essen gefunden. Zu essen habe ich genug, ich brauche eigentlich. Hier liegen sie, Papa. Wo? Hier. Oh oh, ich brauche etwas zu trinken. Sieh sie nicht. Du bist ja auch an der falschen Person. Ah. Das könnte es erklären. So, okay, jetzt habe ich wenigstens wieder zwei. Tasche. Ja, wenn ihr gegessen habt, müssen wir dann wieder zurücklaufen, damit ich was zu trinken kriege. I eat this normally. Habe ich meine Trinkflasche irgendwo? Was ja, hast? Karina. Da. Okay. So, lass uns dann mal zurücklaufen. Zu essen haben wir ja jetzt genug, glaube ich, ne? Ja. So, dass wir weiter bauen können. Ja, eben, um den Durst zu stillen, laufen wir zurück. Weil im Lager ist jede Menge zu trinken. Ich glaube, ich bin in 31 Sekunden tot. Ja, das können wir jetzt leider nicht ändern. Also das ist auch jetzt neu. Man kann mit dem Hammer die großen Steine zertrümmern. Und dann kriegt man Kiesel daraus. Wenn man also ganz dringend irgendwie Kiesel braucht, kann man sich auf dem Weg Kiesel besorgen. Ah, da ist noch ein Tau. Saft. Ich habe einfach dreckiges Wasser getrunken. Ja, bevor man stirbt, macht Sinn. Schön, dann verdurstest du nicht, sondern verhungert. Ja, aber zu essen haben wir ja. Ich habe ja gerade eben noch was gegessen. Jetzt bin ich doch essen, bin ich doch halb voll. Ja, irgendwie ist voll. Sonst gebe ich ja ein paar von meinen. Ich habe noch Ranschi Saft. Pilze sind ja zwei. Eichelbrocken. Ah, oh, Spider. Lauf doch nicht dahin. Die laufen mal wieder in die falsche Richtung. Carina, du siehst doch unsere Köpfe. Kommst du mal bitte hinterher? Ich sehe alle, ja. Gut. Habt irgendwo was? Fliege! Hab die Fliege getötet. Ja, hebst du auf. Das Invi voll, muss ich mal gucken. Invi da. Was kann ich denn loswerden? I could use something to drink. Oh, wer hat mir denn mein Fleisch weggeschnappt? Oh. Das war sicher einer am Ameisen. Ah, da ist es. Ist nur weggeflogen. Noch eine Fliege. Runter. Ah. Da ist noch eine Dings. Ein Löwenzahn. Ja, aber auch nur bei dir. Ich hab keine Echos. Da ist die Axt. Tasche.
Leiche, Leiche. Leiche ist. Jetzt habe ich sie wieder. Schön, dass du dich über Leichen freust. Leiche so, von einer Fliege. Ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Essen, man kann sich mehr über Essen. Kann sich über Essen freuen, sage ich nur dazu. So, das bin ich, okay. Dann gehe ich in die richtige Richtung. Willkommen zu dir. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr warten, weil ich muss echt was zu trinken haben. Ah! Karina, du musst immer davor laufen, wenn ich irgendwo dazwischen gehe. Das hast du aber am Anfang aber auch gemacht, Alia. Das ist einfach so eine Sache, das muss man lernen. Ich bin fast tot. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr bis da. Hat jemand Hunger? Hier sind Sprossen. Jetzt macht er das mit dem Trinken nicht. Wer erst zeigt, der Koch zeigt das Trinken an und dann... Ja. Bist du jetzt mit deinen Stangen nicht dazwischen gekommen? I feel a little less squishy now. Feeling refreshed. Eddie. Yeah. Nice and clean. Lebst wieder. Ja, geht ja Gott sei Dank schnell. Wir sind auch noch zwei Tropfen. Tu mir einen in die Wasserflasche. Das ist ja schön, dass ihr mir das ganze Wasser jetzt weggetrunken habt. Ja. Sind noch welche. Doch deswegen habe ich es gemacht. Und nochmal vier. Geh was. Die Kamera hängt genau vor dem Befehl zum Abwerfen. Oh, jetzt bin ich auch wieder voll. Aber auch ein bisschen in meiner Trinkflasche. Ja, ich glaube, ich habe jetzt Tau. Das Sammler, Trinkflasche ist voll. Okay. Also, ist jetzt genug gegessen, getrunken. Wo ist die Axt? Da. So, fallen lassen. Hat jemand noch Wasser? Da kann ich das... Also ich habe jetzt zwei in meiner Trinkflasche. Mehr als zwei kannst du auch nicht in die Trinkflasche aufnehmen, mal davon abgesehen. So. Schauen wir mal die Stängel. Hier kann man auch inzwischen... das ist fertig. Da fehlt nur verdorbenes Fleisch rein. Also denk dran, dass wir verdorbenes Fleisch noch für das Beet brauchen, ne? Braucht man hier überhaupt noch Stängel? Ja, für das Dach? Nee, das Dach funktioniert ja so noch nicht. Da war ich ja als letztes dran. Ich hab ja... leider feststellen müssen, dass das alles nicht, dass das alles schwebt und nicht auf dem Dach aufsetzt. Ah, jetzt hat er meine scheiß Trinkflasche weggeworfen. Warum passt das nicht? Da muss doch eine Dachecke hin. Dachecke quadratisch. Wird nicht unterstützt. Warum auch immer man hier nicht bauen darf, ich verstehe es nicht. Jetzt hat er es kurz. Nein, ich könnte doch gar nicht darunter gehen. Bis jetzt hat das Bausystem ja relativ gut funktioniert, aber jetzt versagt es in der Höhe.
Ich weiß nicht, kann man irgendwas anderes hier drauf machen? Wie ein Flachdach? Ah, das geht auch. Okay, ist sicher nicht so schön. Aber bevor es gar nicht geht, dann machen wir natürlich lieber das. Hilfe. Irgendwie stecke ich hier. Hat er mich hier zwischen gebackt? Ja, kannst du helfen gehen, weil ich sitze hier oben beim Bauen fest. Weißt du nicht. Oh. Soll ich dir dann jetzt. Nee. Kann ich dir ja helfen? Soll ich das kaputt machen? Kommt drauf an, was du mit das meinst. Das hier, diese Platte. Ja, das bringt mir doch nichts. Weil die Treppe können wir nicht kaputt. Doch können wir. Eigentlich müsste ich ja genau da bauen, nur höher. Aber das macht er nicht. Aus irgendeinem Grund setzt er hier das Dach nicht drauf. Naja. Also ich kann nur ein Flachdach machen, Alea. Tut mir leid. Das hätte natürlich mit einem hohen Dach viel besser ausgesehen, aber der weigert sich behende es an der richtigen Stelle zu bauen. Okay. Echos. Schön, dass du Echos hast, Carina. Sag ja nur. Ja, dann musst du deinen Kopfhörer leiser setzen. Ja, das ist ja schon wichtig, wenn ich frage oder der. Bitte? Ja, schon wichtig, dass ich es. Das ist schon wichtig, was du was? Dass ich das sage. Ja, aber du weißt ja nicht selber, das Problem zu lösen. Und schlägt er eigentlich da? Aber mit der Trinkflasche. Warum auch immer. Warum schlägt er mit der Trinkflasche drauf? Ich weiß es. Hä? Wieso ist denn da unten die Treppe violett? Weil die kaputt ist. Wieso ist die kaputt? So liegen hier überall Pfeile. Wegen mir. Meine Pfeile. Ah, das ist also, das ist übrigens auch eine Neuerung, dass jetzt die Sachen also auch verschleißen. Auch so eine Neuerung, der ich nicht wirklich ein Fan von bin. Ich auch nicht. So. Jetzt brauchen wir den Reparaturhammer. Ach. Dann kann man das reparieren mit 6 Seilen. Wir brauchen noch 3 Seile, dann ist die Treppe wieder ganz. Ich weiß nicht, wovon das abhängig ist, dass die Sachen kaputt gehen. Da bin ich jetzt überfragt. Nein, ich musste die gerade kaputt machen. Wieso? Weil ich doch dazwischen. Ach, du hast das hier unten dazwischen gebackt. Ah, okay. Ja, hier vorne, zwischen die Treppe. Ah, okay. Ein bisschen ich sehe auch gerade, ich könnte auch jetzt mal meine Rüstung reparieren. Oh. Ah, da brauche ich auch 2 Seile für. Ich habe jetzt auch einen Bogen. Vergesst nicht, dass ihr eure Rüstung, die Alea mit so viel Mühe gebaut hat, also auch reparieren müsst, ne? Ja, ich weiß. Also die Unkrautstängel braucht man nicht mehr für das Flachdach. Bring ich wieder mit runter, falls Carina sie braucht. Hätte ich irgendwie kann ich dich mehr. Better than starving, I think. Also falls jemand noch verfaultes Fleisch irgendwie produzieren könnte, wäre schön. Wir brauchen nämlich deutlich mehr Beete.
Das ist das, was wir bis jetzt haben. Gar nichts. Mag diesen. No water filtration tablets needed. Also Wasser, glaube ich, haben wir inzwischen genug. Ich kann aber nichts sammeln in meiner Flasche. Du musst die Flasche in der Hand nehmen. Versuch sie an die Hand zu nehmen, aber geht nicht. Alle, da musst du noch mal gucken gehen. Das kann man jetzt schlecht so erklären. Ich hab es. Ach, irgendwo Wasser, was ich. Ah, drei Pflanzenphasen brauchen wir immer. Ich dachte, das wäre bisher immer zwei gewesen. Oder? Braucht man nicht immer zwei Pflanzenfasern für ein Seil? Nee, drei. Drei? War das immer schon so? Okay. So, Rüstung ist repariert. Ich habe auf jeden Fall Eichelschalen genug gesammelt, dass ihr eure Rüstung reparieren könnt. Was? Kommt mal jemand, mein Invi ist voll und hier liegt eine tote Fliege. Ja, brat sie doch einfach. Ich kann sie ja nicht in die Hand nehmen. Warum hast du denn nicht dein Invi leer? Ich komme jetzt, kein Problem. Boah, ich sehe die nicht. Wo ist sie denn? Vor mir. Also ich sehe hier nichts. Vor mir, seid ihr blind? Jetzt habe ich's. Okay. Nein, Karina, ich kann nichts dafür, wenn ich. Ja. Also ich hätte noch Material für noch einen Wasserfänger, falls wir nicht genug haben, ne? Nur so zur Info. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber hier hört man ja immer diese Umgebungsgeräusche, Straßenlärm und so, ne? So ein bisschen, wenn ein Motorrad vorbeifährt oder so. Das stört mich unheimlich. Geht euch das auch so? Ja, das nicht, bis hier oben. Nee, ich meine, im Spiel. Spiel. Ja, im Spiel gibt's das. Straßenlärm. Nein. Okay, das hörst du gar nicht. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen. Also ich habe jetzt Pfeile.
Können wir uns mit einer Spinne anlegen? Ich hab auch Pfeile, ganz viele. Sehr gut. Wir sammeln. Ah, Türrahmen gibt's jetzt. Ah ja, das war ja auch jetzt mit dem Update dazu gekommen. Türrahmen. Das ist auch richtig. Oder? Ich glaube, es ist Zeit zum Schlafen. Was ist richtig rum? Haus ist auch richtig groß. Hm. Nein, mein Grab. Öffne mal hier. Mach noch eins. Mein Stapel ist schon. Hat mir jemand mein Gras geklaut? Nein. Nee, warum läufst du denn mit Gras durch die Gegend? Da habe ich gerade mit der Fackel erschlagen. Ja, ja. Da fehlt mal Gras. Aber das habe ich auch gerade gesehen. Ja, ich glaube, ich brauche dringend hier mal Beleuchtung im Haus. Maria. Was? Kommst du mal zu mir? Wieso? Ich kann das Gras nicht mehr tragen. Das habe ich jetzt bestimmt schon 10-mal gesagt. Ja, und 10-mal hat man dich nicht gehört. Es hat sich auch keiner angesprochen gefühlt, muss man auch so geben. Ich hab's gehört, aber ich wusste nicht, was du meinst. So, Leute, ist Schlafenszeit, ne? War das nur noch... Ich hab mal den Respawn-Punkt nach hier gesetzt. Das hatten wir anscheinend vergessen. Ich weiß nicht, ob das jeder individuell machen muss oder ob das jetzt für alle gilt. I'm pushed. Should we call it a day? So. Ja, und damit endet auch noch mal ein Tag bei uns hier. Ich habe blau leuchtende Ohren bei uns hier. Und danke fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss. Ich habe auch einen Punkt.